Mehr als 205 Oldtimer aus 15 Ländern starteten in den USA zum 67. eleganten Pebble Beach Schönheitswettbewerb an der Atlantikküste bei Monterey. Sieger, belohnt mit der Auszeichnung Best of Show, wurde der 1929er Mercedes-Benz S-Parker Tourer, der erst 7 Tage zuvor in Australien aus der Restauration kam. Am 18. Loch eines der spektakulärsten Golfplätze der Welt trafen sich vom 17. bis 19. August Oldtimer-Liebhaber und Sammler aus der ganzen Welt zum Concours d'Elegance Pebble Beach. Pebble Beach steht zusammen mit Villa d'Este und Amelia Island an der Spitze der internationalen Oldtimer-Schönheitswettbewerb Concours d'Elegance. Hier zeigen sich die elegantesten Automobile der Welt und hier stehen auch Vorkriegsfahrzeuge noch hoch im Kurs. Besonderen Anklang bei Zuschauern und Teilnehmern fanden die Ausfahrten in die Region, wie beispielsweise ein Teil auf der berühmten Highway No. 1. Vor circa 10 Jahren wurde auch die Tour d'Elegance neu inszeniert, als Chance für Showcars zu zeigen, was in ihnen steckt. Das Pebble Beach Committee entschied sich damals dazu, da die Fahrzeuge, die über die Siegerrampe fahren sollen, auch ihre Fahrtauglichkeit und Funktionalität unter Beweis stellen sollen. Die rund 60 Meilen sind zwar keine wirkliche Belastung für die Fahrzeuge, aber immerhin ein Beweis dafür, dass sie funktionstechnisch gesehen im besten Zustand sind. Dieser Mercedes-Benz S-Parker Tourer ist eine Kombination aus Geschwindigkeit, Stil und Kraft. Diese drei Elemente zusammen mit den fantastischen torpedoförmigen Trittbrettern sind die Definition von Eleganz, sagte Concours-Vorsitzende Sandra Button, als der Mercedes-Benz S-Tourer mit einer Barker-Sonderkarosserie auf die Siegerrampe fuhr. Der Besitzer stand zuvor in einem Kopf-an-Kopf-Wettbewerb mit seinem Bruder John McGaugh, der mit seinem 1957er Ferrari 315 Scaglietti Spider ebenfalls im Finale stand. Ein Highlight des diesjährigen Concours d'Elegance in Pebble Beach war die Sonderausstellung zum 70. Jubiläum von Ferrari. Diese Klasse war wiederum in 2 Unterklassen aufgeteilt. Eine Klasse, in der die Ferraris mit Sonderkarosserien zu sehen waren und eine mit reinen Rennwagen unter dem Titel Ferrari Competition Class. In beiden Klassen waren atemberaubende Raritäten zu sehen. Darunter 3 mm Siegerfahrzeuge, 4 Le Mans Siegerfahrzeuge und 2 312er Formel 1 Rennwagen. Der Ferrari 335S Super Testarossa wurde einst in die USA ausgeliefert und hatte dort einige erfolgreiche Rennen absolviert. Das Fahrzeug war zum ersten Mal nach langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit zu sehen. Ebenfalls beeindruckend war das Feld der italienischen Marke Isotto Fraschini. Es reihten sich rund 20 Modelle der italienischen Luxusmarke aneinander, darunter vor allem Isotto Fraschini Fahrzeuge mit einer Kastanienkarosserie. Einen Blick zurück in die Zukunft eröffnete die Klasse American Dream Cars of the 60s, in der futuristische Automobilkonzepte aus den 60er Jahren gezeigt wurden. Gewonnen hat in dieser Klasse der 1965er Pontiac Vivant Herb Adams Roadster und verwies das Bosley Mark II Interstate Coupé auf den 2. Platz.